Das war tatsächlich auch meine Empfehlung. Die Straßen über Baburin sind nicht so derart gepflastert, wie es eine Reichsstraße ist. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Wie gesagt, wir werden euch begleiten, aber was ich bisher gehört habe aus dem ewigen Krieg, dass das Heer unter der Führung von verschiedenen Kriegsfürsten weit in Richtung Süden vorgedrungen ist und es kann gefährlich werden. Und dann müsste man eventuell improvisieren und dann über Wandlet ziehen, aber ich denke, wir sollten es zumindest erstmal grob in Richtung von Natters Quell versuchen und dann vielleicht über Harzdene. Zumindest sollten wir uns nicht in Richtung Romilis schlagen. Ja, wir haben auch bereits Dinge über Romulus gehört. Wie gesagt, der Seeweg von Perikum nach Zorgon ist ohne wenig Probleme benutzbar, aber von Perikum nach Beilung ist schon wieder etwas schwieriger, da die Trollzacken dann doch sehr unschön in Richtung der Meerenge in den Golf hinein wachsen. Ja, das letzte Mal, als wir dort waren, hat uns ein sehr unfreundlicher Drache angestarrt und Horden von Untoten hat uns hergeschickt. Ja, Drachen werdet ihr am Golf von Perikum so oder so finden. Verdammte Drachen. Ja. Also wollt ihr mitkommen? Ja, ich werde, wie gesagt, noch einmal euch begleiten. Meine Reise führte mich eigentlich in Richtung Gareth, um hier zu berichten. Und das ist mittlerweile getan. Und jetzt bin ich aktuell ohne Ziel. Aber Ja, wenn ich dies freue das nächste mich. Ziel sein soll, dann werden wir aufbrechen. Ja, ich schaue den Bären in die Augen. Hast du gehört? Du wirst mitkommen. Ja, ne? Das finde ich Natürlich super, seid Malz. ihr sehr Ja. willkommen bei uns. Habt ihr ein Pferd? Ein Pferd? Nein. Wir laufen. Finde ich gut. Wir werden wohl reiten, um natürlich einen schnelleren Schritt voranzulegen. Wenn ihr mithalten könnt, wäre das natürlich kein Problem. Allerdings, wir könnten auch dafür sorgen, dass ihr Pferde bekommt. Also, wenn ihr tatsächlich mit dem Pferd etwas schneller sein wollt, dann vielleicht für Frunia? Hallo, hörst du uns mal wieder zu? Ja, was? Pferde. Sie hebt einfach nur den Zeigefinger und deutet einfach eine 1 an, nickt dann. Ja, für Frunia dann ein Pferd und ich werde neben euch herlaufen. Natürlich. Das ist sportlich. Auf der Oh. Strecke? Ich könnte das nicht. Naja, die normale Wanderroute mit dem Pferd wird ungefähr 40 Meilen pro Tag sein und das werde ich auch schaffen. Zur Not bin ich sicher, könnt ihr auch nebenbei einmal bei jemandem mit aufsitzen. Das sollte kein Problem sein. Immerhin ist Raya auf unserer Seite. Mit Sicherheit. Ja, Also gut, ein zusätzliches Pferd. dann warten wir hier auf euch, wenn ihr in Richtung Perikum aufbrecht oder ihr holt uns hier ab. Wie machen wir das? Wir können euch hier abholen. Von mir aus könnt ihr auch in der Villa schlafen. Das wollte ich auch gerade sagen, wenn ihr keinen anderen Schlafplatz habt, könnt ihr natürlich auch gerne bei uns mit in der Villa übernachten. Wir sollten noch ein Gästebett haben. Ich denke, das ist eine sehr gute Idee. Im Villenviertel? Ja, richtig. Also der Arvis-Tempel bzw. der Hal-Tempel, der soll wohl zerstört sein, aber wir können uns da zumindest mal umgucken. Und wenn ihr meint, dass ihr da noch ein paar Betten für uns übrig habt, dann besser als dass wir hier im Sand schlafen. Ach, bestimmt. Wir finden da schon was. Da ist Ja, okay. bestimmt Platz. Zur Not Ja, ein dann paar. gucken wir uns das doch gerne mal an. Darf es sonst noch was sein? Ich hätte sonst nichts. Du, Rafim? Du merkst, Rafim schaut den Bären intensiv in die Augen. Was? Sollen wir euch beide ein wenig alleine lassen? Ja, das wäre dir wohl lieb. Ja, Rafim packt den Bären sich unter den Arm, trägt ihn dann wie ein Kind vor sich. Ja, das ist eine sehr gute Idee, Keras. Das unterstütze ich vollends. Du hast nicht zugehört, oder? Schwierig. Ja, Rafim, kannst gerne mal Intuition würfeln. Intuition. Ja, dann spürst du ja so ein bisschen Gefahreninstinkt. Würfel mal ausweichen, das Schwert um 8. Oh,
Ja, warte. Beide aus nächster Nähe. Bam! Voll krieg ich den ab. Ja, würfel mal eine Trefferzone. Ja. Sind erstmal nur 5 Schaden mit Wunschschwelle minus 2, die du in dein rechtes Bein bekommst. Sie wollte dir wohl gerade von hinten in die Kniekehle schießen, dadurch, dass du dich dann umgedreht hast. Ja, du merkst, wie der Pfeil einschlägt. Ist dein Bein taub. Und Frunia hat gleich den nächsten Pfeil aufgelegt. Wo wollt ihr mit dem Bären hin? Ich setz den Bären auf den Mond. Entspannt euch doch mal. Also wirklich. Ich zieh den Pfeil mir hinten aus dem Bein wieder raus. Wollt ihr den wieder haben? Den darfst du als Andenken behalten. Den Bären nicht. Ja. Ich gucke ziemlich verwirrt zwischen den beiden hin und her und kratze mir an der Nase. Ja, der Bär stellt sich gerade so ein bisschen auf die Hinterpfoten und schluppert so in Richtung des Pfeils. Ja, ich lächle den Bären weiter an, ich streichle den auch weiter. Ja, wenn du dich so ein bisschen hinkniest mit deinem kaputten Bein, wirst du merken, dass er sehr interessiert an dem Pfeil ist. Und dann erstmal so ein bisschen an der Pfeilspitze und dem ja geborstenen Holz da schleckt und dann dein Blut wieder wegleckt. Bin ich gut. Derweil an den Inquisitionsgefängnissen, wo Jalan gerade sich eine kleine Rede oder sowas zurechtgelegt hat. Zumindest ist das Schreiben schon abgegeben und du hast den Schlüssel zu den Zellen in deiner Hand. Abel, mir und Isaru neben dir. Wir können ihn schlecht einfach noch schleifen und ihn die ganze Zeit währenddessen schreien lassen, nicht wahr? Hat jemand einen Knebel, einen Lappen oder so? Sicher, hier, ein Taschentuch, das wird wohl genügen. Gut. Dann. Verzeiht. Gut, und dann wird aufgeschlossen. Ja, du siehst den Rondrianer immer noch in seiner Zelle. Er sitzt gerade dort und hebt dann gerade seinen Kopf, lächelt dich an. Halliak von der Drachenzwinge? Wer bin ich? In nomine Ordor Aeternus. Es ist folgendes Urteil gegen euch ergangen. Ihr seid schuldig. Eure Strafe ist der Tod durch das Feuer. Endlich. Habt ihr noch letzte Worte vor dem Herrn Paras zu sagen, dann äußert sich jetzt. In dieser finsteren Zelle. In dieser finsteren Zelle. Meine letzten Worte mögen sein, auf dass man sie niederschreibe. Die Welt und alle Götter werden beben vor seiner Macht, wenn er sich eines dunklen Tages erhebt. Die Augen in ihren Gesichtern werden zerspringen, wenn er ihnen sein Antlitz zeigt. Aus den 13 Lobpreisungen des Namenlosen, dem Heiligen Buch, seine Anhänger angegeben in den dunklen Zeiten auf Papier gebannt. Auszug der ersten Lobpreisung. Gut. Aber mir, knebelt den Mann bitte, Isarun. Treibt das doch nieder, wenn ihr wollt, ja? Kommt her. Ich fasse ihn relativ grob an, ziehe ihn auf die Füße, fessel ihn mit wahrscheinlich einer Eisenkette am Rücken. Ich hoffe, du hast deine Hände gefesselt. Und stopfe ihm dann das Tuch von Isarun in den Mund und er flüstert dir noch zu, sei gesegnet von Iwasch. Halt dein Maul. Und stoß ihn Richtung Zellentür. Isarun schreibt derweil mit leicht angeekeltem Gesichtsausdruck seine letzten Worte nieder. Ja, geknebelt, könnt ihr ihn dann rausbringen. Er hinkt, wie gesagt, seine Prothese ist nicht ganz befestigt, es blutet dann so ein bisschen den Zellenbereich voll und dem Inquisitionsgardisten, der da irgendwie rumsteht, dem scheint das auch relativ egal zu sein. Er hat, wie gesagt, da dann das Schreiben von seiner Chefin, von der Steinhauer, und dann könnt ihr ihn nach draußen bringen, auf dem kleinen Holzpodest so ein bisschen nach oben transportieren und dann nach und nach an den Pfahl aus Holz binden. Nun, ihr habt getan, ihr wurdet gerichtet, wir werden jetzt vollstrecken. Ich denke, es gibt nicht viel mehr zu sagen. Nehme ich mir Fackel herbei.
und werfe sie auf den Scheiterhaufen. Ja, es dauert ein bisschen, die Hölzer noch relativ nass, einfach weil es gestern den ganzen Tag geregnet hat. Und wenn sich dann das Feuer zusammen mit dem Stroh, was ihr beigelegt habt, dann verbindet und immer heißer und heißer wird, könnt ihr auch sehen, wie ein Sonnenstrahl dann den Scheiterhaufen und dann eben auch ihn blendet und dann eben auch das Feuer, was nach oben wächst, als ob Praius hier jetzt selbst mit seinem Auge nach unten greift und ihn versucht, in das Reich der Toten zu stoßen. Und ihr könnt sehen, wie ja der Rauch immer beißender wird, Qualm, der sich schwarz verfärbt. Dann könnt ihr auch sehen, wie er sich schwarz verfärbt und seine Haut abpellt. Die Hautfetzen, er wird dort stehen und ihr seht den Schmerz, aber er versucht nicht einmal zu schreien, auch wenn dann die der Stoff in seinem Mund dann anfängt wegzudampfen und dann wieder zu Boden fällt, werdet ihr sehen, wie er lacht. Irgendwann ist er komplett schwarz verkohlt, irgendwann gestorben und ihr seht, wie von dem Feuer lilaner, purpurner Dampf aufsteigt. Reatur vestri, praios eternus et. Dimisis peccates vestris, perducat ves ad lux aeternam. So sei es. Auch wenn ich fürchte, dass es dafür zu spät ist. Ja, in der Stadt haben sich natürlich auch einige andere versammelt. Ein paar Praios-Geweihte, ein paar Akoluten, ein paar Bandstrahler, die sich daneben gestellt haben und dann aus der Entfernung mit den Händen in dem Gesicht, sodass sie dann von der Sonne abgeschirmt sind, schauen sie dem Ganzen zu, einige nicken, andere zeigen überhaupt keine Reaktion und ja, wenn das Schauspiel irgendwann vorbei ist, könnt ihr nicht mal mehr seinen schwarzverbrannten Körper finden, sondern er wird sich einfach aufgelöst haben in schwarze Schlacke. Auch das Holz, seine ehemalige Prothese, ist einfach den Flammen hingegeben und alles ist restlos heiß verbrannt. Iseron, die letzten Worte. Werf sie ins Feuer. Ins Feuer damit. Richtig. Wir können sie wohl nicht verkünden, also übergeben wir sie den Göttern und mögen sie damit tun, was sie wollen. Ich knülle das Schreiben zusammen und werfe es ins Feuer. So vergeht Aldirk von der Drachenzwinger. Hoffen wir, dies nun erst einmal gewesen ist. Ja, wenn du dich umdrehst, kannst du auch sehen, dass Gilbyra Steinhauer an das Fenster getreten ist und dir dann auch zunickt. Ohne eine weitere Reaktion zu zeigen, aber sie scheint damit einverstanden. Nun, kommt. Es gibt viel zu tun. Viel, das nicht mit diesem leidigen Thema zu tun hat. Wolfa, werf noch einen misstrauischen Blick zur Inquisitorin und folge dann Yalan. Ihr habt richtig gehandelt, Yalan. Spätestens am letzten Tage werde ich diese Wahrheit wohl erfahren, nicht wahr? Richtig. Gut, bevor ihr dann am nächsten Tage aufbrecht, habt ihr noch einige Sachen zu tun, die ihr in Gareth machen mögt. Wir fangen einfach mal oben an bei Abelmir. Ich wollte ein paar Burschen organisieren, die das tote Pferd in Frau Prutzens Haus zum Abdecker schaffen. Von dem Abdecker zu ihm, zum Pferd. Ja. Wirst du bekommen, klar. Und dann die Spuren so weit wie möglich beseitigen, also neues Stroh auslegen, neuen Sand halt, sodass man nichts mehr erkennen kann. Ja, also ich glaube, in den Trümmern, die Jungs, du wirst ihnen sowas wie ein, zwei Silber gebracht haben, sie werden dann zurückkommen nach ungefähr 2 Stunden mit schreckgeweiteten Augen und dir berichten, dass sie dort etwas gefunden haben, und zwar massiv viel Blut. Verbogenes Metallkistchen aus Unmetall und ein Schreiben von einem Thulamiden. Haben sie es mitgebracht, oder? Sie haben es dir mitgebracht.
Gut, dann werde ich mich auf mein Zimmer zurückziehen und erstmal dieses Schreiben lesen. Das kleine Kästchen aus Metall haben sie dir auch mitgebracht. Ja, das steht auf dem Tisch. Gut, ansonsten wolltest du noch eine Haushälterin organisieren in der Zeit. Ne? Genau, nachdem ich es gemacht habe oder beziehungsweise gleich nach in der Zeit, ja. Was genau, würde ich noch einen Aushang an den Perine-Tempel wahrscheinlich hängen oder an eine Suppenküche, vermutlich. Jemals da, wo man sehen kann. Und zwar dem Schreiben, ehrenwerter Magister sucht Verwalterin und Haushälterin. Gute Bezahlung bei freier Kost und Logis. Bei Interesse melden, machen Sie Aufwartung in der, weiß nicht, wie die Straße heißt, Silbergasse? Keine Ahnung. Silbergasse 10, sag ich jetzt mal so. Ja, Villa Badesruh. Badesruh. Gut. Ja, da wird sich dann auch auf alle Fälle jemand bei dir melden. Eine Travia-Akolutin, die wird dann allerdings irgendwann eintreten, wenn du den Brief gelesen hast. Das wird also noch ein bisschen dauern. Boltax, hast du etwas vor der Abreise? Ja, ich würde Saldor nochmal aufsuchen. Saldor Fosslerin. Gut, möchtest du alleine hingehen oder? Ja, ich würde gerne alleine hin. Dann kannst du Saldor seine Aufwartung machen. Du wirst ihn in den übrig gebliebenen Gebäudeteilen der Magierakademie Schwert und Stab finden, da wo er hingehört. Kannst du dann in das zweigestöckige Gebäude treten, an den vielen verschiedenen Akoluten vorbeitreten, die nicht genau wissen, was das soll, aber einem Zwerg leisten sie erstmal keinen Widerspruch, das haben sie schon gelernt. Und dann kannst du an die Tür anklopfen. Sowas wie eine Sekretärin hat er aktuell nicht. Und wenn du dann eintrittst, kannst du sehen, wie er da wohl auch wieder hinter dicken Papieren sitzt und dann aufblickt. So siehst, wie sein Mundwinkel sich nach unten verzieht. Das kannst du hinter dem Bart zwar nicht ganz so gut erkennen. Er richtet sich nochmal seine Rohalskappe und beäugt dich dann. Boltax. Grüß dich, Saldor. Ich bin nicht hier, um zu streiten. Nur, dass das von Anfang an klar ist. Werde ich dir auch geraten haben. Geht um Folgendes. Du weißt, ich als Eode, wir müssen uns auch um, die Befindlichkeiten aller Zwerge kümmern, nicht wahr? Und ich weiß, auch du hattest einen herben Verlust. Wollte einfach nur fragen, wie es dir so geht. Denn kommst du damit klar? Der ist schon ein bisschen her, dass du... Also, wie sieht's aus? Boltax, es ist lange her, dass ich in die Menschenwelt eingekehrt bin und dass meine eigene Sippe mich verstoßen hat, die Fosslarins. Es ist lang her, dass ich das letzte Mal in Xorlosh war. Ich hab damit abgeschlossen. Ja, ich rede nicht von deiner Sippe. Es geht eher um deinen Bruder. Dein Zwillingsbruder. Kneift die Augen zusammen. Wie gesagt, ich hab mich abgewendet von den Zwergen. Ich verurteile sie nicht. Ich kann es ja verstehen. Das ist die Art, wie wir leben. Wie ihr lebt. Aber das ist nicht mehr mein Leben. Bin viel zu lange aus den Höhlen raus. Du kannst aus den Höhlen raus sein, aber kommen die Höhlen jemals aus dir raus? Wahrscheinlich nicht. Naja. Wenn du jemals über deinen Schmerz reden willst, du weißt, du kannst dich jederzeit an einen der Geoden wenden. Dafür sind wir da. Wenigstens könnt ihr nachfühlen, wie es ist, deinen Bruder zu verlieren. Nicke und verzieh schmerzvoll mein Gesicht. Besonders die Vierlinge unter uns. Ja. Das ist etwas, was die Menschen nie verstehen werden. Nein. Sie haben einfach nicht die Bindung. Ansonsten, ich wünsche euch hier ganz viel Erfolg beim Beseitigen dieses unheiligen Chaoses. Ihr schafft das schon. Also. Albrax ist ja wieder da. Zum Glück. Nichtsdestotrotz, das war's eigentlich nur. Ich wollte mich nur nochmal erkundigen. Also, mach's gut, Drückeberger.
Er hebt seine beiden Finger zum Abschied. Sieht natürlich aus wie ein Ignifaxius, aber er wird nicht sprechen und dann nur noch auf die Tür deuten. Mhm. Ich gehe dann auch. Iseron, möchtest du etwas tun? Ja, ich würde gerne zur Akademie der magischen Rüstung gehen, um mir dort einen wahren Namen eines Dämons zu besorgen. Der Dolch an deiner Seite, der unaufhörlich pocht. Der Agrebal, der darin eingeschlossen ist. Ganz genau. Ja, du kannst natürlich noch mal ein paar Kekse und etwas Tee mit Iolaus und Eldan Gorbas ja, austauschen, ein paar Gespräche. Und kannst dann aber auch in ja, die Studienzimmer treten, wo du dann nach kurzen Diskussionen auch den wahren Namen mit der Qualität 4 bekommst für den Agrebal. Und kannst dich dann in die Studierzimmer dann zurückziehen, wo du über diesem Namen nachsinnen kannst. Genau, damit bin ich dann einige Stunden beschäftigt. Ich auch. Jaras. Ja, ich möchte natürlich gerne unsere Reisemöglichkeiten organisieren, heißt Pferde für alle. Und am Abend möchte ich mir die beiden Magier schnappen, um den beiden Neobarer Sterntafeln zu zeigen und die mit denen einmal durchzugehen. Ja, du besitzt mittlerweile die Anforderung, um die Sterntafeln lesen zu können? Noch nicht, deswegen brauche ich die Magier. Aha. Können die mir einige kleine Tipps geben, um mit den letzten kleinen Schubs zu gehen, damit ich auch selber hineinsteigen kann? Ja, was musst du denn da lernen? Klugheit. Einfach nur Klugheit? Klugheit plus eins. Ja, okay. Hätte ja sein können, dass du noch irgendeine Sprache oder sowas brauchst. Nein. Robin braucht Sternenkunde auf 7, Klugheit auf 12. Ja, okay. Ja, dann können sie gemeinsam mit dir über diesen Tafeln sitzen und erzähl dir natürlich noch ein bisschen was aus dem Leben von Niobara von Anchopal und dein Kopf brummt dir. Und zwar gehörig. Afim. Ja, ich bin noch ein bisschen im Chortempel, bis man wieder auf mich schießt. Dann würde ich mich nochmal zu Villa Karinor begeben. Wissen die schon, wann der gute Herr eintrifft oder können die das nur abschätzen? Mittlerweile wird er eingetroffen sein und du kannst dann nach kurzen Diskussionen mit der Dienerschaft, die das Ganze dann klären, kannst du dann zu dem Guten vorgelassen werden. Ja, der steht gerade in seinem eigenen Zimmer. Das ist das, was ich Kieras eigentlich genommen hatte und lässt da gerade wohl die Bettbezüge gerade neu wechseln. Und weiß da wohl gerade ja, Sklaven, Bedienstete, er weiß da gerade zumindest zwei, drei Frauen an, dass sie ihm da das Bett bitte wieder neu beziehen. Und guckt sich dann um. Könnte ich mit euch im Vertrauen sprechen? Ja, dann kommt doch mit in mein eigenes kleines Residenzzimmerchen. Eine Basaltfaust. Habt ihr schon mal überlegt, für mich zu arbeiten? Dir wisst doch, meine Brüder verlassen und ich verlassen diesen Orden noch auf eine Weise. Ah, es ist so schade. Ich habe schon beim Patriarchen angefragt, ob ich nicht ein, zwei von euch bekommen kann. Ich brauche ja gar keine ganze Faust, aber ich müsste mal ein paar Gladiatorenspiele hier ausrichten, aber die Garäter schätzen das ganze Blut nicht so sehr. Also, dann komm mal rein, mein Guter. Ja, er schließt das, die schwere Tür hinter sich und du stehst dann in einem ja, Schreibzimmer. Er deutet dann auf ein bequemes Sofa, wo du dich dann hinsetzen oder auch hinlegen könntest. Und er selbst wird dann daneben Platz nehmen. Möchtest du etwas? Ich wollte euch noch einmal danken, dass wir in eurer Villa übernächtigen konnten, solange. Ja, das habe ich schon gehört, dass sich Kieras hier mein Heim angeeignet hat. Aber bevor wir zum Geschäftlichen kommen, ein Schluck Boronwein? Oh, da kann ich doch nicht Nein sagen, das wisst ihr doch. Ja, er schenkt dann aus einer schwarzen Karaffe ein bisschen Wein ein und reicht dir dann einen großen Becher und gießt sich selbst ein bisschen ein.
Ja, ich würde nicht viel davon trinken, weil ich ja noch mit ihm reden will, sonst hört das nämlich nichts. Ja, er geht dann, bevor er einen Schluck trinkt, geht dann nochmal zu einer großen Vitrine, zu einem Schreibtisch, wo du viele verschiedene andere Gläser sehen kannst. Darüber ein Hängeschrank, er geht mal drauf zu. Ein paar Vagiswurzeln oder so etwas, da lässt es sich, glaube ich, etwas besser denken. Ach, ich weiß nicht, vielleicht komme ich noch darauf zurück. Chiriatsche? Samtauch? Marbus Odem? Feuerschlägersens. Oh. Dieses Haus, es ist ja. Aber nein, was wollte ich mit euch besprechen? Richtig. Ich gehe ja, einmal davon. Er tritt gerade nochmal mit seiner Ranke, eine grünlich-rote Ranke, tritt da gerade dann heran an diesen Glastisch und fängt dann an, mit so einem kleinen Messerchen diese Ranke dann in ganz kleine Teile zu hacken. Und du siehst es so ein bisschen vertrocknet, ehemals. Ja, Alge oder Schlick oder sowas und fängt dann an, sich so nach und nach das in kleine Portionen zu schieben und guckt dann ab und zu mal wieder ein bisschen auf, während er rumhackt und macht da dann so kleine Stapelchen und ja, wenn du dann erzählst, wird er dann mit seiner Nase nach unten gehen und dann einmal wegschnupfen. Und zwar würde ich euch gerne um einen Gefallen bitten. Ich nehme an, dass eure Kanäle in Richtung Heimat sehr, sehr viel schneller sind als meine eigenen. Ja, instantan möchte man meinen. Richtig. Und zwar geht es um Folgendes. Der örtliche Tukor-Tempel ist in einem, naja, sagen wir mal, desaströsen Zustand. Und wie ich die Mittelreicher kenne, kann das ja Jahre dauern, bis der wieder vernünftig steht. Ich meine, guck dir mal diesen Rest von dieser wunderschöne Stadt an. Und ich wollte fragen, ob ihr vielleicht zu Hause eine Art. Ich habe das neuerdings gehört, man kann eine Spendengala organisieren. Wärt ihr in der Lage, so etwas in der Heimat zu organisieren? Ja, schon. Die Karinos sind sehr mächtig und einflussreich. Deswegen komme ich zu euch. Wir sind sogar noch einflussreicher als die Paligans. Kein Kommentar. Ich wollte einmal fragen, ob ihr da vielleicht für die Gebrüder Kors euch stark machen könnt. Ja, schon. Sicher. Das freut die Gebrüder Kors. Mehr wollt ihr nicht? Es war nur eine Bitte. Eine Spendengala. Was auch immer ihr in eurer Möglichkeit seht, es zu organisieren. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr euch mal an meine Brüder zu Hause wendet. Ich bin mir sicher, einige von ihnen sicherlich auch bereit, dort mitzuwirken. Die Feiern auf dem Silberberg sind die besten. Vielleicht werde ich als Diplomat selber dort anreisen zu meiner eigenen Spendenveranstaltung. Da habe ich sogar ein paar Traumsteine noch. Das klingt ja wunderbar. Dann würde ich mal so eine Verbeugung andeuten. Dann danke ich euch für eure Aufmerksamkeit. Willst du dir noch was mitnehmen? Ich würde gerne, aber leider beginnt jetzt wieder eine intensive Zeit des Reisens und manche mittelreichische Wache ist doch sehr frech. Ah, und ja. Das kein Reisen... Respekt. Das Reisen mit so einer Basaltfuß wäre auch sehr viel einfacher. Ich war gerade erst in Punin. Und? Wie ist der Zustand dort? Na, zu viel Paligan. Genau die Information, die ich wollte. Vielen Dank, mein Herr. Vielen Dank. Ja, ich verlasse den Mann wieder. Ja, er ist auch gerade komplett in seinem Traumrausch. Ja, das habe ich mir gedacht. Gut. Mehr möchte ich nicht erreichen, bis wir abreisen. Ja, was möchte ich anderen tun?